Morgen. Epic, hast gut geschlafen. Katja, ja, ich habe sehr gut geschlafen. Das freut mich. Und Epic, wir haben einfach noch Hausarrest. Aber heute werden wir schauen, dass wir den so gut wie es geht umgehen. Wir gucken mal, was unsere Eltern sagen, was wir heute vielleicht machen sollen. Oder auch nicht, denn wir sind ein bisschen dafür bekannt, die Bösen zu sein, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Unsere Eltern sind sehr lieb zu uns und anscheinend, ach, ich habe sie gesehen. Hallo, guten Morgen. Na, gut geschlafen, sehr gut, sehr entspannt. Ich glaube, wir haben fast schon Mittag, wir haben sehr spät, wir schlafen immer sehr lange. Ja, das stimmt. Also von daher, ja, gut geschlafen, das freut mich. Sagt mal, ihr wisst ja, dass ihr noch Hausarrest habt, oder? Ja, finden wir auch gar nicht gut. Wir haben es wirklich nicht verdient, so viel Hausarrest zu haben. Wirklich nicht. Das tut mir so unfassbar leid. Wollen wir einen kleinen Deal machen? Ja, gerne. Ja, leg los. Ihr bringt den Müll raus und dafür verkürzen wir die Tage, ja? Na gut, okay, machen wir es so. Wie viel wir kürzen, darüber rede ich nochmal mit Dad. Er ist gerade auf der Arbeit. Ja, am besten alle, würde ich sagen. Ja. Müll rausbringen ist schon sehr anstrengend, muss man sagen. Also das machen wir echt nicht gerne. Ich würde dann gleich noch was kochen. Was würdet ihr essen wollen? Kuchen, Eiscreme? Schokolade, bitte. Schokolade, ja, irgendwie sowas. Ich schau mal, was ich zaubern kann. Oben könnt ihr dann ja noch etwas spielen. Okay, dann würde ich sagen, wir bringen mal den Müll raus und Epic, okay. Was haben wir denn hier? Ich würde sagen, wir bringen ganz definitiv nicht den Müll raus. Wir haben zwar hier in der Ecke eine Mülltonne, aber Epic, ich würde sagen, wir machen daraus einfach einen richtigen Müllberg. Hier bei unseren Nachbarn. Das ist eine gute Idee. Wir werfen den einfach hier vorne hin. Oh, sehr gut. Okay, warte mal. Da würde ich sagen, das Haus von unseren Nachbarn kann man auf jeden Fall hier sehr schön zumüllen. Vielleicht können wir sogar noch zu den anderen Nachbarn gehen und noch mehr Müll dahin stellen. Ja, eventuell bekommen wir dafür noch mehr Ärger oder wir kommen damit weg und das wäre natürlich das Beste. Und vor allen Dingen, wir werden sogar trotzdem in unserem Hausarrest verkürzt. So, ich schmeiß hier mal ein bisschen noch was hin. Ey, ich sammle das auf. Oh Gott, ja. Ich will das nicht behalten. Ja, so sieht es doch schon mal ganz gut aus. Gefällt mir. Sehr gut. Den Rest schmeiß ich einfach dahin. Ich habe keine Lust mehr. So, so, so und... Zack, perfekt. Sieht wunderschön aus. Müll ist weggebracht. Und warte mal, Epic. Unsere Mutter will auf jeden Fall uns gleich was kochen. Aber wenn sie vielleicht weg ist, können wir noch mehr draußen rumlaufen. Wollen wir, bevor sie in die Küche geht, alles aus der Küche stehlen? Das ist eine gute Idee. Yay. Yeah. Aha, wir können nämlich einfach mal den kompletten Kühlschrank plündern. So, das schmeißen wir einfach in den See, würde ich sagen. Ja, das ist eine gute Idee. Oh nein. Und da müssen wir schnell nach oben gehen und hoffen, dass sie uns nicht gesehen hat, dass wir hier irgendwo draußen noch die Lebensmittel wegschmeißen. So, Gurken, ein bisschen Salat, Tomaten. Ja, sehr gut. Da muss sie nämlich vielleicht nochmal einkaufen gehen. Das stimmt. Wir machen nur Quatsch hier die ganze Zeit. Das stimmt. Na gut, schnell ab nach oben, bevor sie was bemerkt. Wir wollen ja nur Müll rausbringen, ne? Ja, yeah, natürlich. Sehr gut. Und unsere Eltern sind wirklich sogar so lieb, dass sie uns hier nichts verbieten. Das heißt, wir können einfach an den PC gehen. Wir könnten unten Fernsehen schauen. Und Epic, vielleicht ist unsere Mutter schon da und wundert sich über den leeren Kühlschrank. Tatsächlich. Da steht sie schon. Hey, wo ist denn das Essen eigentlich? Oh Mann, es scheint so, als hätte euer Dad alle Lebensmittel zur Arbeit mitgenommen. Huh? Oh nein, das ist aber doof. Super seltsam. Ich kann so ja nichts kochen. Oh, das stimmt. Da muss man eigentlich nochmal weggehen, glaube ich. Also müsste ich nochmal los. Ihr bleibt ja brav, ja? Wir bleiben natürlich. Immer bleiben wir brav. Geht hoch und macht ein Schläfchen oder so. Ich beeil mich. Na gut, dann würde ich sagen, wir warten mal, bis sie weg ist und Epic, dann können wir rausgehen. Wir könnten vielleicht mit unserem Freund reden, was der so macht. Der steht, glaube ich, sogar da unten. Sieht man gerade sehr schlecht. Ja, doch, da, so ein bisschen, so ein Zipfelchen. Ja gut, wir müssen nur gucken, dass unsere Mutter auf jeden Fall das Haus verlässt. Oh, und ich sehe sie loslaufen. Das bedeutet, sie geht jetzt einkaufen und wir sind komplett alleine im Haus. Das ist perfekt. Ich würde sagen, wir machen den größten Quatsch ever. Erstmal kommen hier alle Fenster auf, hier wird gut durchgelüftet und dann geht's ab nach draußen zu unseren Freunden, obwohl wir Hausarrest haben. Okay, und warte.
warte mal, da steht er sogar. Hey, wollen wir mit ihm reden? Ja, natürlich. Hallo. Wir müssen nur gucken, wenn unsere Mutter wiederkommt und uns erwischt, dass wir draußen sind. Dann bekommen wir noch mehr Ärger. Was geht? Hey, kein Hausarrest mehr. Doch, aber wir haben uns rausgeschlichen. Unsere Mutter ist einkaufen, unser Dad ist arbeiten und wir machen heute einen entspannten. Aha, sagt mal, ihr könnt mir doch bestimmt einen Gefallen tun, oder? Worum geht es? Ihr kennt ja Timmy, ich brauche was von ihm. Okay, dann könntest du es dir holen. Timmy wohnt da hinten mit seiner Mom. Wie können wir helfen? Er hat mein Spielzeugschiff, ich brauche es, aber er gibt es mir nicht. Okay, verstehe. Könnt ihr es aus seinem Zimmer holen? Oh, epic, wenn wir da erwischt werden. Was ist denn da los? Aber warum holst du es nicht? Ich hatte letztens erst Hausarrest und würde ungern wieder welchen bekommen. Aha, okay, aber wir können welchen bekommen. Aber ihr habt ja schon Hausarrest. Passt ja dann, falls ihr erwischt werdet. Was ist denn da los? Okay, warte mal. Timmy hat anscheinend ein Spielzeugschiff. Habe ich es richtig verstanden? Was wir stehlen das sollen. Das müssen wir klauen. Na gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Also hier durch die Vordertür ist schon ein bisschen... Guck mal, da steht sogar seine Mom. Tatsächlich. Timmy hat auf jeden Fall oben sein Zimmer. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wo Timmy ist. Ich sehe ihn da hinten. Wir können mal gucken, ob er eventuell mit dem Spielzeugschiff sogar... spielt? Ich sehe aber gerade gar nichts. Nee, ich sehe auch nichts. Er ist hier im Wohnzimmer. Ja, warte mal, hier können wir gut durchlöschern. Ja, nee, er spielt mit so Klötzchen. Okay, also eventuell ist oben sein Dad oder so. Wollen wir uns mal irgendwie hochbauen? Lass uns ein bisschen Erde holen. Und dann gucken wir, dass wir eine schöne Leiter machen. Und dann stehlen wir einfach... Ja, das Bötchen. Ich glaube, wir haben genügend. Lass uns so machen, dass wir uns einfach nebeneinander hochbauen, weil ich glaube, eine Treppe wäre, ja, zu anstrengend. Ja, und dann gucken wir erstmal rein und ich habe mich ein bisschen zu hoch gebaut. So, Fenster kommt weg. Wenn jetzt irgendwo da der Dad ist, dann kriegen wir so Ärger. Ich sehe Schiff. Oh. Da ist es. Und da unten ist einfach die Mutter, die gerade am Kochen ist. Hast du's? Ah, ich nehm's. Ja, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ab geht's wieder nach unten. Spuren werden natürlich verwischt. Oh Gott, warte mal. Ah, ist hier meine Erde? Ja, okay. Ich habe es. Niemand hat uns erwischt. Keiner hat uns erwischt. Das ist perfekt. Versteckt mich hier. Und das Bötchen kommt auf jeden Fall wieder zu unserem Freund. Ohne Probleme. Guck mal, wir wurden nicht mal mehr erwischt. Stimmt. Okay, guck mal, was wir gefunden haben. Bitteschön für dich. Tada! Oh, nice. Keiner hat euch erwischt. Danke euch. Keiner hat uns erwischt. Und wir bekommen auch nicht irgendwie nochmal Ärger von unseren Eltern. Da würde ich sagen, es geht wieder heim. Warte mal. Wollen wir erstmal gucken, ob nicht irgendjemand vielleicht... da ist. Ich bin ein bisschen unsicher. Warte mal. Oh, hier, ich kann hier nichts sehen. Ich bin zu klein. Ist hier jemand? Oh, sie ist da. Oh nein, was ist denn da los? Wie soll man denn jetzt unauffällig reinkommen? Das ist eine gute Frage. Denkst du, wenn wir hier durchs Fenster schlüpfen, dann sieht sie uns, wenn wir die Treppen hochlaufen, oder? Ja, dann müssen wir das gleich nochmal machen. Dann müssen wir uns wieder nach oben bauen. Ja, tatsächlich. Okay, und dann tun wir einfach so epic, als würden wir aus unserem Zimmer kommen, haben ein nettes Schläfchen gemacht und haben gar nichts irgendwie von anderen Kindern gestohlen. Nein, nein, wir waren ganz lieb natürlich. Ja. So, dann einmal bitte ab nach oben. Oh, stimmt, die Erde sollte man eigentlich nicht mehr sehen. Ja, aber ich glaube, ich kann dagegen nichts machen. So, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall bei uns. Du kriegst die Erde weg und wir tun wirklich so, als wären wir gerade von einem langen Schläfchen. Oh, wir können sogar sagen, wir haben überall gelüftet. Vielleicht bekommen wir sogar noch irgendwie, keine Ahnung, noch weniger Hausarrest. Oh, guten Morgen. Hallo, wir haben ein nices Schläfchen gemacht. Hey, so, Essen ist fertig. Ich hoffe, es schmeckt euch. Käse, was ist das denn? Nee, epic. Das ist ja eklig. Das ist ja Pizza. Obst und Gemüse oder sowas. Und Käse und Brot. Wir haben doch Schokolade und Eis gesagt. Oh, ihr wollt nichts, aber es ist viel gutes Gemüse dabei. Ja, aber wir wollen kein Obst und Gemüse. Mm-mm. Pizza, wir wollen vielleicht...
Schokolade. Wir haben doch Eis gesagt. Dann nicht. Ich packe es in den Kühlschrank. Ja, ich glaube, das ist besser, weil das essen wir definitiv nicht. Mm-mm. Vielleicht wollte ich später ja was haben. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Okay, Epic, ich glaube, wir müssen uns was Besseres zum Essen bestellen. Lass uns bei der Pizzeria anrufen. Das ist eine gute Idee. Oh. Okay, dann würde ich sagen, wir bestellen uns ganz nice Pizza. Wir können auch online einfach bestellen. Und dann gucken wir mal. Wir bestellen aber nur was für uns, oder? Ja. Definitiv. Und Epic, es wird langsam echt spät, mein Magen knurrt so. Ja. Und es klingelt. Oh, Pizza. Wir haben nice Pizza lecker bestellt. Okay, unser Dad ist auch noch nicht da. Sehr gut. Hallo, hi, Pizza. Frische Pizza, heiß und fettig. Danke. Sehr gut. Eine für dich und eine natürlich für mich. Hast du deine? Ja, habe ich. Sehr gut. Dankeschön. Dürft ihr die überhaupt annehmen? Ihr seid doch noch Kinder. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist unsere Pizza. Naja, das macht 20 Geld. Buß aus Bankkonto unserer Eltern ab. Ja, ja, machen genau. Wir es so. Wir haben gar kein Geld. Bankkonto eurer Eltern. Okay. Ja. So, Epic, da würde ich sagen, wollen wir im Bett essen? Das ist doch noch das besser, ist gut, oder? Stimmt. Ab nach oben. Es gibt nice Pizza. Wobei ich sagen muss, so ein Eis oder so, vielleicht könnten wir sogar noch unsere Mutter fragen, ob sie uns ein Eis holen kann oder cool, so. Gut mal. Oh. Hallo. Hi, na, schönen Tag, guten Abend, na, ihr hattet ja einen schönen Tag, ja, war ganz okay, ja. Wir mussten echt sehr viel Anstrengendes machen, Müll rausbringen, das war gar nicht nice und wart ihr auch ganz brav, wir waren super brav, wir ja, haben natürlich sogar gelüftet und jetzt essen wir was Nices, das freut mich, ich habe gehört, ihr habt sogar ganz toll den Müll rausgebracht, ja, sogar ganz toll war es, tatsächlich, yeah, wirklich gut, ich glaube über den Diebstahl im Supermarkt können wir hinwegsehen. Das bedeutet, wir haben keinen Hausarrest mehr, stimmt das? Euer Hausarrest ist dann ab jetzt aufgehoben. Wie gut, danke. Sehr gut, danke schön. Ich habe heute mein ganzes erarbeitetes Geld für Spielzeug ausgegeben. Liegt alles in der Küche. Jackpot, Epic, wir haben richtig Glück. Wir haben neues Spielzeug sogar bekommen. Wow, was ist das denn? Guck mal, Spielekonsolen. Cool. Irgendwelche Kuscheltiere. Es könnte ein bisschen mehr sein, muss ich sagen. Du, guck mal hier auf. Aber der Tag war richtig gut, Epic. Wir haben keinen Hausarrest mehr. Wir haben neues Spielzeug. Wir haben eine warme Pizza oben noch liegen. Und vielleicht bekommen wir ja noch das ein oder andere Eis heute Abend. Ja, das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.